Hey Leute, willkommen bei Widerlader TV. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie das Mischverhältnis von Bleilegierung berechnet werden kann, um eine gewünschte Brinellhärte zu erreichen. Als Ausgangsmaterial habe ich jetzt zwei verschiedene Bleiquellen. Auf der linken Seite seht ihr Letternblei mit einer Brinellhärte von 22 und der große Barren rechts hier, der besteht aus Geschossfangblei mit einer Brinellhärte von 11. Und das möchte ich jetzt legieren zu einer Brinellhärte von 15. Um jetzt das genaue Mischverhältnis berechnen zu können, brauche ich ein Blatt Papier, einen Stift. Ich zeichne jetzt ein Mischkreuz. Das kennen einige von euch vielleicht noch aus dem Chemieunterricht. In die Mitte werde ich jetzt meinen gewünschten Wert reinschreiben, die Brinellhärte von 15. Und auf der linken Seite fange ich jetzt an mit dem Letternblei. Die Brinellhärte war 22. Und das Geschossfangblei hatte eine Brinellhärte von 11. So, um das Mischverhältnis rauszubekommen, ermittle ich die Differenz und das Diagonal. 15 zu 11, da haben wir eine Differenz von 4. Und von 22 zu 15, da haben wir eine Differenz von 7. Und hier seht ihr jetzt das Mischverhältnis. Ich brauche 7 Teile von meinem Geschossfangblei. Und ich brauche 4 Teile von meinem Letternblei, um eine Brinellhärte von 15 zu erreichen. So, und das war es dann eigentlich auch schon, was ich euch heute in diesem sehr kurzen Video mal zeigen wollte. Es ist wirklich sehr einfach anzuwenden und es funktioniert, finde ich, sehr gut. Und wenn ihr das nächste Mal eure Bleigeschosslegierung herstellen wollt, dann denkt ihr vielleicht nochmal an dieses Video hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert bitte meinen Kanal und ja, hinterlasst mir mal ein kleines Kommentar hier zu dem Video. Ganz herzlichen Dank fürs Zusehen und bis demnächst bei Widerlader TV.